Bisher hat sich Prinz Charles nicht zu den Missbrauchsvorwürfen gegen seinen Bruder geäußert. Auch der Rest der britischen Königsfamilie hüllt sich in Schweigen. Jetzt allerdings hat ein Insider der britischen Zeitung The Sun verraten, dass Prinz Andrew nicht länger auf Schloss Windsor willkommen ist. Charles möchte Andrew aus dem Blickfeld und aus dem Bild haben, so die anonyme Quelle. Der Thronfolger wolle durch den Windsor-Bann verhindern, dass Bruder Andrew weiterhin freudestrahlend und winkend auf dem Weg zum Palast fotografiert wird, während er wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs vor Gericht steht. Es scheint fast, als hätte sich die königliche Familie tatsächlich von Prinz Andrew distanziert. Die einzige, die immer noch zu ihm hält, ist Ex-Sarah Ferguson. Sie streitet alle Vorwürfe gegen Andrew ab. Immer mehr Vorwürfe gegen Prinz Andrew werden öffentlich. Am Donnerstag bezeichnet Emma Greenbaum, die frühere Masseurin von Prinz Andrew, ihn in einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun als einen ständigen sexuellen Plagegeist. Immer wieder habe er sie über intime Details zu ihrem Liebesleben ausgefragt. Gegen Prinz Andrew steht derzeit der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs im Raum. Die damals minderjährige Virginia Giuffre wirft dem Prinzen vor, sie im Jahr 2001 mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Aufgrund dieser Vorwürfe habe Emma Greenbaum den Weg in die Öffentlichkeit gewählt, denn sie möchte mit ihrer Erfahrung die Glaubwürdigkeit von Virginia unterstreichen.